Hallo, ich bin Sascha von den DocSpotters und ich sitze hier heute im Museum der Bildenden Künste mit Lars Rummel, dem Kurator von der Doc Neuland Ausstellung. Die Ausstellung in diesem Jahr trägt den Titel Nowhere is only somewhere und es geht um die Verbundenheit von Menschen. Dabei geht es um positive wie auch negative Arten von Gemeinschaft. Ein Werk zum Beispiel handelt von systemischem Rassismus, der in einer Gesellschaft ausgeübt wird. In einer anderen Arbeit können die Besucher gemeinschaftlich singen. Erstmal hallo Lars, danke, dass du heute Zeit genommen hast. Der Titel der Ausstellung, also Nowhere is only somewhere. Mich hat der am Anfang ein bisschen verwirrt, wenn ich ehrlich bin, weil es gibt ja sehr viele Interpretationsmöglichkeiten. Es ist ein sehr abstrakter Titel. Also warum hast du den für diese Ausstellung dieses Jahr gewählt? Ich glaube, ich fange mal da an, dass wir es so eine Dreiklang-Ausstellung gewesen. Also vor 2 Jahren hatten wir das Thema Chaos the Condition, also Chaos so als Oberbegriff. Letztes Jahr war es Thanks for Nothing, also so auch so ein bisschen die Idee von Nichts und Perspektivlosigkeit. Und es war lange die Frage, ja okay, was kommt denn jetzt danach? Und dann ging es vor allem um die Idee von Hoffnung und Zuversicht, die es so als Grundmotor, Grundmotivator auch für Veränderungen braucht. Und dann ist es ein bisschen so aufgepoppt. Also es gab so unterschiedliche Möglichkeiten. Und es ging vor allem darum, einen Titel zu finden, der erstmal möglichst allgemein ist, wo es noch nicht so ganz klar ist, wo es eigentlich hinführt. Aber dieser Gedanke von nirgendwo ist auch nur irgendwo, da geht es vor allem um diese Idee, es passiert sowieso. Also die Zeit verläuft sowieso in eine Richtung, da können wir gar nichts gegen machen. Die Frage, ob es wirklich eine Perspektivlosigkeit gibt, ob es wirklich in ein Nirgendwo hinführt, wollten wir einfach mal auch befragen. So, ist das denn wirklich so? Und wie kann das vielleicht auch nicht passieren? Ja, okay. Du hast ja jetzt schon diese Perspektivlosigkeit vom letzten Jahr auch angesprochen. Viele von den Werken in der Ausstellung dieses Jahr behandeln ja auch sehr bedrückende und sehr bewegende Inhalte. Wie soll es denn die Ausstellung trotzdem schaffen, dass BesucherInnen aus der Ausstellung Kraft schöpfen, Dinge zu verändern und auch in eine positive Richtung zu verändern? Ob die Leute jetzt Kraft daraus schöpfen oder nicht, können wir ja gar nicht beeinflussen. Es geht vor allem darum, sie erstmal mit Lebensrealität zu konfrontieren, vielleicht auch einzuladen erstmal, hey, schaut euch das doch mal an. Und eben nicht dieses in so etwas Konsumistisches zu gehen von, oh wow, ich bin jetzt da und jetzt habe ich das erlebt und es geht um mich und mein Ego, weil ich informiert bin. Sondern es geht vor allem darum, wie können wir weitergehen. Und dann geht es eben um die Frage, wie können wir denn im Angesicht all dieser Schicksale denn überhaupt noch hoffnungsvoll oder zuversichtlich sein? Und es ist dann der Punkt zu sagen, okay, es geht um vielleicht auch eine kollektive Identität. Das ist eher so der Kontext. Die anderen zu sehen, auch vielleicht in ihrer Hilflosigkeit, um dann vielleicht auch sich anders zu begegnen, sich vielleicht auch auszutauschen darüber und gar nicht mal irgendwas Neues fortzusetzen, so müsst ihr das jetzt machen, sondern wie können wir das machen? Und das können wir nur gemeinsam herausfinden. Und wie hilft jetzt dieses Format Extended Reality dabei, genau das zu vermitteln, was du gesagt hast, dass wir praktisch mehr in Gemeinschaften reingehen, diese Individualität vielleicht ein bisschen weniger in den Vordergrund stellen? Ich sehe VR immer als MittlerInnen, also etwas, was sich zwischen dich, deinen Idealismus und aber auch einen Zugang zu einer anderen Lebensrealität stellt. Gleichzeitig haben wir dieses Jahr in der Ausstellung 2 VR-Arbeiten, die auch eine Multiplayer-Arbeit sind, wo es wirklich um ganz intuitives Spiel geht, wo es auch um eine andere Form von Begegnung geht. Und auf eine Art und Weise natürlich habe ich Bock, dass alle ihre Egos auflösen. So funktioniert es wahrscheinlich nicht. Aber zumindest erstmal darüber nachzudenken, hey, ich bin nicht alleine mit Sachen. Es gibt Menschen, die das auch betreffen, das, was ich gerade meinte. Es gibt irgendwie auch vielleicht eine gemeinsame Überforderung, die nicht dazu führen muss, dass wir alle alleine sitzen und traurig sind, sondern, oh, wir können das teilen, wir können darüber sprechen. Also es geht auch um die Art des Sprechens. Aber was sind aber auch gleichzeitig die Grenzen von diesem Mittlermedium? Weil es muss ja welche geben. Ich persönlich spreche dem Medium sehr viel aktivistische Kraft zu, sehr viel Erkenntnismöglichkeiten. Aber letztendlich, was die Grenze ist, ist es eine Ausstellung in einem Museum, innerhalb eines Festivalrahmens. Es sind 6 Tage. Es geht vor allem erstmal darum, künstlerische Positionen zu zeigen. Das heißt, die Grenze ist vor allem darin auch, was nehmen die Leute mit? Und es geht auch nicht darum, es ist ja kein geschlossener Workshop, dass Leute rausgehen und sagen, oh wow, jetzt habe ich das Leben verstanden. Das wird nicht passieren. Das heißt, die Grenze ist erstmal, was wir setzen können maximal, ist vielleicht ein kleiner Anfangspunkt. Vielleicht ein kleines Gefühl von, irgendwie möchte ich da mal weiter drüber nachdenken, ich möchte da weitergehen. Wir haben jetzt ja viel über die Ausstellung geredet. Aber ich habe jetzt auch herausgefunden natürlich, dass das jetzt dein letztes Jahr bei Doc Neuland ist. Du hast das jetzt schon 9 Jahre gemacht. Und wenn du jetzt zurückblickst,
Wie haben sich denn die Inhalte der Werke über die Jahre gewandelt? Ich würde sagen, generell ganz am Anfang ging es ganz viel um die Idee des Reisens, des Ich bin woanders. Dann ging es auch ganz viel um diese Idee von Empathie und walking in someone else's shoes, was ich ethisch sehr, sehr schwierig finde. Für mich ist es eine Art und Weise auch eine Verherrlichung von auch Schmerz- und Leiterfahrungen, wo die Menschen als Token benutzt werden, damit andere vielleicht mal sich ein bisschen besser fühlen. Und ach Mensch, so ist das. Ah gut, dann mache ich das irgendwie anders. Das waren so diese Grundansätze, die haben sich dann schnell verändert. Dann ging es ganz viel um Traumlandschaften ein paar Jahre lang. Es ging auch ganz viel darum, abstrakte Erfahrungen zu schaffen, die vielleicht auch in so einem Bereich von Psychedelika sind. So ein, okay, was ist denn jetzt eigentlich ein Ayahuasca-Trip und wie kann man sowas digital repräsentieren? Was aber ein Kern ist, der eigentlich über alle Jahre immer erhalten geblieben ist, ist ein Wunsch von den MacherInnen wirklich, auf Themen hinzuweisen, auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen, auf Systeme, die schief liegen. Und das ist eigentlich was, was immer geblieben ist und was auch dem Festival und auch dem Dokumentarfilm sehr, sehr inhärent ist. Das heißt, auf der einen Seite, natürlich kann man bestimmte Themen anders beleuchten. Also es gab irgendwann diesen Schritt vom rein technisch jetzt, dass es ein Tracking gibt, was nicht mehr über Infrarot funktioniert, sondern, oh, da ist plötzlich eine Kamera. Damit kann ich ästhetisch ganz anders spielen, damit kann ich ganz andere Narrativen machen. Dann gab es den Schritt, dass man für Dinge keine Controller plötzlich mehr braucht und man kann seine eigenen Hände benutzen. Und das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten, wie man etwas erzählt, was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sich das Thema selbst verändert, sondern nur, dass man es anders erzählen kann. Ich möchte jetzt noch einmal auch weg tatsächlich von dem Inhalt mehr so, sondern auch zu den Besuchern kommen. Und zwar, es gibt ja auch so ein bisschen so ein Stigma oder so ein, ja, eine falsche Wahrnehmung, wenn es zu XR kommt. Und zwar immer so von Kontext auch von VR sind Videospiele und so leichtes Entertainment. Und wie hast du diese falsche eigentlich Wahrnehmung von Leuten oder von der generellen Bevölkerung so in den letzten Jahren wahrgenommen? Hat sich da was geändert oder wie hast du es generell eigentlich wahrgenommen? Ich würde sagen, generell habe ich die Haltung immer ignoriert. Weil es einfach wirklich sehr, sehr unterschiedliche Strategien sind. Es gibt viele Arbeiten, die auch mit diesem Game-Idee auch spielen. Es gibt Arbeiten, die auch die Ästhetiken mit aufgreifen. Und dann gibt es aber auch welche, die einfach auch sagen, so hey, wir sind einfach auch was anderes. Wir sind ein Erfahrungsraum. Wir wollen auch die Erfahrungswelt und die Erinnerungen der Menschen anders erweitern und prägen. Und es geht nicht darum, Leute zu unterhalten. Dieses Jahr, dein letztes Jahr? Und was kommt danach? Also was ist dein nächstes Projekt oder dein nächstes Ziel? Ich habe eine Ausbildung zum Kunsttherapeuten angefangen, was viel damit zu tun hat, dass ich irgendwann gemerkt habe, wieso mache ich eigentlich diese Ausstellungen? Was sind eigentlich diese Räume? Und es ging immer auch zum einen darum, ich will eine Alternative zu einem kapitalistischen Prinzip aufbauen, wo es nicht um Leistung geht, wo es nicht irgendwie um Zugänge geht, sondern einen Raum zu schaffen, der erstmal von außen gesehen, natürlich gibt es ganz viele Barrieren, gar keine Frage, aber so der Versuch, Barrieren so weit wie möglich abzubauen. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, es geht auch um eine Art von Heilung. Es geht um eine Idee von auch einer Veränderung und auch einer Beweglichkeit. Und dann war für mich irgendwann der nächste Schritt, ah naja, ich bin eigentlich Maler, also das ist das, was ich viel mache und ich verbringe viel Zeit im Atelier. Und plötzlich haben sich diese Ressourcen so zusammengezogen und gerade ist mein Plan zu versuchen, VR und Kunsttherapie zu kombinieren und vielleicht perspektivisch Kunsttherapie anzubieten, die in einem 3D-Raum mit Malerei funktioniert. Aber jetzt auch mal zurückblickend nochmal auf Doc Neuland, was du ja jetzt so lange gemacht hast. Was wirst du daran vermissen, glaubst du, am meisten? Was ich immer sehr mag, ist, man hat einen Raum, der ist erstmal weiß. Von der Idee her. Also der hat viele Grundbedingungen, die jetzt nicht unbedingt weiß sind, aber man hat erstmal einen leeren Raum, in den man reingeht und man kann seine Fantasie komplett spielen lassen. Wir können ganz viele Dinge setzen. Wir können sagen, okay, diese Installation ist dort, aber wie steht die denn im Kontext mit der anderen? Und diese Idee davon, einen Raum zu gestalten, in den man Menschen einladen kann. Und so was ich sehr, sehr gerne mache innerhalb der Festivalwoche, wenn ich Zeit finde, ist einfach mal so am Rand zu stehen und zu gucken, wie verhalten sich denn die Menschen in dem Raum? Funktionieren denn die Wege, die wir uns überlegt haben? Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten vermissen werde, diesen Raum an sich zu gestalten. Danke auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast und hier ein kleines Interview zu führen mit dir. Wenn ihr jetzt Bock habt,
auf die Doc-Neuland-Ausstellung. Dann könnt ihr die hier im Museum der Bildenden Künste Leipzig besuchen kommen, in der Festivalwoche vom Doc Leipzig. Danke fürs Zuschauen und tschüss.